Wir befinden uns jetzt heute beim Standard und schauen uns den gemeinsam genauer an. Wir befinden uns jetzt im Eingangsbereich von Standard und gegenüber von mir steht der Max Steppan. Darf ich fragen, wofür du zuständig bist? Also ich arbeite im Ressort Innenpolitik und Chronik mit dem Schwerpunkt auf politische Themen. Und wir sind ein sehr großes Ressort, das heißt, das hat jeder so seine Schwerpunkte auch im Ressort. Ja. Mein Schwerpunkt war jetzt vor allem die letzten Monate Niederösterreich, da war eben Jänner die Landtagswahl und Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ. Und ja, sagen wir so, da war einiges zum Tun und es wird uns auch noch weiter beschäftigen. Mhm. Und warum hast du dich ausgerechnet für den Standard entschieden? Das war so, also mich hat eigentlich der Standard schon als Schüler begleitet. Also da hatten wir vorne am Lehrerpult den Standard quasi auflegen mit anderen Tageszeitungen. Und es gab damals auch vom Standard den SMS-Dienst und war auch schon in den sozialen Medien eigentlich sehr verbreitet. Und ja, so bin ich eigentlich das erste Mal so in die Berührung gekommen mit dem Standard. Und ja, dann hat es irgendwie zu einem Praktikum geführt beim Standard und ja. Was gefällt dir denn am besten an der Arbeit da? Also ich muss sagen, vom ersten Tag an, wo ich da war, hat mich jeder freundlich aufgenommen. Ich kann mich eigentlich an jeden Kollegen, an jede Kollegin wenden, wenn ich Fragen habe. Und man bespricht einfach auch untereinander Ideen. Also man ist jetzt nicht alleingestellt, dass man sagt, okay, man hat jetzt ein Thema, über das man berichten will. Man kann sich austauschen und ja, ich finde das Arbeitsklima eigentlich sehr angenehm. Wie flexibel ist deine Arbeitszeitgestaltung? Also ich persönlich habe fixe Arbeitstage. Einerseits, aber andererseits kann ich mir dann die Zeit wiederum an den Arbeitstagen recht flexibel einteilen. Und wenn ich sage, ich will die Arbeitstage splitten, zum Beispiel an zwei verschiedenen Tagen, einen halben Tag arbeiten oder so, geht das auch. Und es richtet sich halt auch sehr stark dann an der Nachrichtenlage. Also zum Beispiel Niederösterreich Landtagswahl, dann ist klar, am Sonntag muss man auch arbeiten, weil die Wahl ist oder Verhandlungen am Abend. Also es richtet sich dann auch. Warum sollte der angehende Journalist für euch schreiben wollen? Ich meine, ich habe es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen vorher. Der Standard hat viele verschiedene, sage ich mal, Kanäle. Also jetzt nicht nur die klassische Zeitung, es gibt Podcasts, es gibt Live-Ticker. Online gibt es auch sehr viel Angebot. Das heißt, da kann man sich eigentlich auch recht unterschiedlich entfalten. Mhm. Eben die Arbeitszeiten, sage ich mal, sind auch flexibel. Und wie gesagt, das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Sind alle hilfsbereit. Also man braucht auch keine Angst haben, dass man irgendwie jetzt irgendwas nicht schafft. Also man kann sich auch immer an das Team bin. Hättest du so nur einen Tipp für einen angehenden Journalisten, der vielleicht einmal die gleiche Arbeit wie du jetzt machen möchte? Also ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft sehr, wenn man recht früh schon einfach anfängt, also neben dem Studium, vielleicht schon bei einem Regionalmedium schreibt. Ich glaube, da lernt man auch wirklich das, sag ich mal, die Werkzeuge zum Schreiben. Und natürlich ein Praktikum bei einer großen Zeitung ist auch immer viel wert. Okay, super. Dann sage ich danke für die ersten Eindrücke. Wir befinden uns jetzt in einem Besprechungsraum vom Standard. Neben mir darf ich die Ressortleitung von der Innenpolitik begrüßen, an Herrn Michael Völker. Hallo. Hallo. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Sehr gerne. Wir können auch noch gerne per Du sein. Ja, gern. Darf ich fragen, warum brauchen wir heutzutage überhaupt noch Printmedien? Naja, das ist ein wunderbares Produkt, das man doch gerne in die Hand nimmt, dass man von vorne nach hinten und von hinten nach vorne lesen kann, dass man zuklappen, aufklappen kann, zur Seite legen kann, wieder zur Hand nehmen kann. Ich gebe aber zu, dass wir in einem Umbruchprozess sind. Wir sind dabei, im Standard unseren gesamten Workflow von einem sehr printlastigen Workflow auf online umzustellen, also online first und irgendwie alle Arbeitsschritte in Richtung online auszurichten und das Printprodukt quasi nebenbei dann zu produzieren. Aber alle Arbeitsläufe werden jetzt einmal konzentriert auf online. Ja. Und wie würden Sie die Entwicklung von den Medien an sich beschreiben, dass alles nur mehr in Richtung online dann gehen wird? Naja, es sind dieser Tage ja die aktuellen Printzahlen, die Media-Analyse veröffentlicht worden, wo man sieht, dass es einen leichten Rückgang bei allen Printtiteln gibt. Bei uns ist er Gott sei Dank nicht signifikant, aber auch bemerkbar. Und es gibt ja verschiedene, weiß ich nicht, auch Interviews oder Studien, wie lange es noch Print gibt. Da ist die Rede von, weiß ich nicht, noch 10 Jahren möglicherweise. Wenn man jetzt die Entwicklung der Abonnenten hernimmt und
dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass ich glaube 2042, 2043 das letzte Print-Abo des Standard gekündigt wird, wenn es so weitergeht wie bisher. Die Frage ist, wann der Punkt erreicht ist, wo sich Print noch rentiert. Im Augenblick ist es so, dass wir 50%, also die Hälfte unseres Umsatzes mit dem Printprodukt machen, die andere mit dem Online-Kanal. Die Produktionskosten im Print aber relativ teuer sind. Also ja. Abgesehen von den Personalkosten sind das in erster Linie die Papier- und Energiekosten und irgendwie ganz schwierig auch die Logistik der Zustellung. Mhm. Wie schaut der typische Arbeitsalltag in der Redaktion aus bei Ihnen? Wir beginnen in der Früh und haben zu diesem Zeitpunkt aber unsere Online-Aufmacher irgendwie schon geplant und irgendwie, also die laufen schon. Also wir beginnen mit einer Besprechung im Ressort, wo wir die großen Themen irgendwie besprechen und haben dann danach eine Konferenz mit der Chefredaktion und den Vertretern aller Ressorts, wo wir die wichtigsten Themen des Tages besprechen und auch die Highlights, also nicht nur die wichtigen Themen, sondern auch die lebensnahen Themen und irgendwie die Themen, die Leute abseits der harten News interessieren können und sollen, weil wir auch gemerkt haben, dass viele schon müde sind, irgendwie was die harten Nachrichten betrifft und dass man sich Wege überlegen muss, wie man die Leserinnen und Leser irgendwie anders auch noch abholen kann. Und früher gab es quasi diesen einen Redaktionsschluss 17 Uhr, irgendwie wann müssen wir abgeben, damit das alles rechtzeitig in der Druckerei ist. Jetzt versuchen wir umzustellen auf verschiedene Redaktionsschlüsse, also dass man den Morgen für online plant, dass man den Mittag für online plant und dass man schaut, wie man die Geschichten über den Tag verteilen kann. Irgendwie, es wird also jetzt nicht nur auf diesen einen Redaktionsschluss hingearbeitet, den gibt es nach wie vor, weil das Printprodukt gibt es ja, aber wir versuchen die Geschichten irgendwie anders zu timen. Das erzeugt ein bisschen einen Druck auch irgendwie in der Recherche und beim Schreiben, wenn man sich nicht mehr bis zum Abend Zeit lassen kann, sondern schauen muss, dass man zum Mittag irgendwie auch schon etwas anzubieten hat. Ja. Wie kann man sich denn so die Entstehung von einem Artikel vorstellen, die Idee bis zur Veröffentlichung? Naja, wir diskutieren die Idee im Ressort mal. Ich meine, es gibt auch Artikel, die einfach termingebunden und termingetrieben sind, wenn es eine Pressekonferenz gibt oder ein Unglück oder ich weiß nicht, jetzt aus der Chronik irgendwie einen Kriminalitätsfall, dann ist das ja nicht unsere eigene Entscheidung, wann das irgendwie passiert. Aber weiß ich nicht, wenn es die Idee für eine Geschichte gibt, wird das einmal im Ressort diskutiert. Ist das eine gute Idee? Wie kann man sie umsetzen? Und dann gibt es Geschichten mit unterschiedlichem Aufwand, wo man einfach, wo man Leute trifft, mit Leuten spricht oder manchmal reicht es ja auch, sich ans Telefon zu klemmen. Ja. Und dann muss man die Gestaltung mit überlegen, also welche Fotos braucht es da dazu, weil jede Geschichte, ob Print oder online, muss irgendwie auch optisch irgendwie umgesetzt werden und dargestellt werden. Und wenn man dann überhaupt multimedial denkt, kann man auch nachdenken über einen Podcast oder ein Video dazu. Und da muss man sich mit den Kollegen koordinieren. Also ein großer Teil ist Organisation, Koordination. Ein großer Teil ist natürlich die Recherche und dann kommt es zum Schreiben an sich. Ja, zum Thema Recherche nur, wie betreibt sie die intern? Naja, da gibt es viele Möglichkeiten, also natürlich jetzt im Internet. Das Wichtigste ist wahrscheinlich der direkte Kontakt mit den Leuten, dass man irgendwie Gespräche führt, die Sachen nachfragt, andere Medien zu Rate zieht. Also ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Okay. Dann wechseln wir jetzt die Perspektive und schauen noch hinter die Kulissen. Wir haben jetzt die Location gewechselt und machen einen Blick hinter die Kulissen und in die Berufsethik. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Medien und Politik beschreiben? Sehr schwierig. Ich glaube, das ist wirklich ein schwieriges Verhältnis. Es ist eine Gratwanderung. Mhm. Wir wissen auch von Chefredakteuren, die deswegen zurückgetreten sind, weil sie zu nahe dran waren an der Politik. Auf der einen Seite ist man als Journalistin, als Journalist darauf angewiesen, gute Kontakte zu haben.
um an Informationen zu kommen. Also die Kontaktpflege ist extrem wichtig. Also je mehr und je besser man Politiker, Politikerinnen kennt, umso leichter tut man sich, jemanden anzurufen und an Informationen zu kommen. Gleichzeitig ist es aber extrem wichtig, hier auch Distanz zu wahren und nicht in eine Situation zu kommen, wo man sich dem Vorwurf der Verhaberung aussetzt. Mhm. Da hat sich im Verhältnis zwischen Medien und Politik, glaube ich, sehr viel geändert in den letzten Jahren. Also früher irgendwie war man ganz eng und ganz nah dran. Und mittlerweile ist das Bewusstsein eingekehrt auf beiden Seiten, glaube ich, also sowohl bei den Medien als auch in der Politik, dass es auch wichtig ist, hier Distanz zu wahren und sich quasi nicht einkochen oder einkaufen zu lassen und sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, möglicherweise nicht ganz unbefangen berichten zu können. Ja. Wie kann man professionelle Distanz zu persönlich interessanten Themen wahren? Ja, zu den Themen braucht man an und für sich ja nicht die Distanz, sondern zu den Personen möglicherweise, die dahinter stehen. Also ich glaube, es ist möglich, auch zu Politikern ein gutes Verhältnis zu haben und dennoch kann man diese Distanz wahren. Wichtig ist das Interesse, wichtig ist die Verantwortung, wichtig ist auch Vertrauen. Auch der Politiker, die Politikerin merkt auch in der Zusammenarbeit und in dem, was schon geschrieben wurde, was vereinbart wurde, kann man diesem Journalisten trauen, kann man mit dem irgendwie vernünftig reden, halten Abmachungen, halten, weiß ich nicht, Fristen. Interviews werden üblicherweise jetzt werden autorisiert. Es geht. Vertrauen ist wichtig, aber eine gewisse Art von Distanz ist notwendig und irgendwie das Wichtigste ist, glaube ich, das Interesse an den Themen und das Interesse auch an den Menschen. Ja. Ja. Und wie stellt sie generell sicher, dass unvoreingenommen gearbeitet wird? Kann man das überhaupt festmachen so? Naja, das liegt letztendlich in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, aber wir diskutieren sehr viel drüber und wir berichten ja selber auch sehr viel darüber. Also ich glaube, das ist einfach bei allen mittlerweile gesickert, dass es notwendig ist, hier sehr verantwortungsbewusst vorzugehen. Und ich glaube, ich wüsste jetzt niemanden, der da ein Problem damit hat bei uns. Okay. Wie bereitest du dich auf schwierige Gesprächspartner vor? Ich versuche möglichst viel in Erfahrung zu bringen über diese Person. Versuche mich auch darauf vorzubereiten, was könnten die Antworten sein, was könnten die Reaktionen sein, worauf muss ich achten, es ist auch die Frage, wie man ein Interview anlegt, ob man irgendwie jetzt mit der Kritik gleich ins Haus fällt, also sehr von Beginn an sehr scharfe Fragen stellt oder ob man irgendwie eine Phase da, weiß ich nicht, des Kennenlernens irgendwie macht und irgendwie, wo man aus einem Gespräch dann eher sich zum kritischen Teil vorarbeitet. Also das muss man ausprobieren und da kommt es, glaube ich, auch sehr auf die Erfahrung an, die man irgendwie schon hat in diesen Situationen. Okay, dann sage ich schon mal danke. Und wir wechseln jetzt noch einmal die Location und kommen zu den Besonderheiten und Tipps. Wir befinden uns jetzt in der Kuschelmuschel und kommen zu den Besonderheiten. Was unterscheidet denn den Standard zu anderen Medien? Na, vielleicht darf ich das mit der Kuschelmuschel kurz erklären, damit da nicht ein falscher Eindruck entsteht. Das ist bei uns hier im Haus der Versuch, im Großraumbüro Orte zu schaffen, wo man sich abgetrennt von den anderen gut besprechen kann. Und quasi im Scherz heißt das Kuschelmuschel. Das ist vielleicht eine der Besonderheiten im Standard. Was unterscheidet uns von den anderen Medien? Ich glaube, wir waren die Ersten, die online gegangen sind. Wir waren das erste Medium im deutschsprachigen Raum im Internet und versuchen einfach diese verschiedenen Kanäle gut zu bedienen. Also das sind ja mittlerweile mehr als zwei Kanäle. Es ist ja nicht nur Print und Online, sondern es ist der Podcast dazugekommen, es ist Video dazugekommen und irgendwie auch Newsletter hat eine ganz neue Bedeutung bekommen in der Medienbranche. Also wir versuchen, diese verschiedenen Kanäle einmal sehr gut zu bedienen. Das ist, glaube ich, ein Merkmal, das uns von anderen Medien unterscheidet. Und wir sind kein großer Konzern, also bei uns, wir haben quasi nur uns. Es gibt
nur den Standard mit einer sehr klaren Eigentümerstruktur. Und das ist, glaube ich, auch ein Merkmal, das uns von anderen Medienhäusern unterscheidet. Ja. Und was wäre so das Kurioseste oder Lustigste, was dir bisher in der Laufbahn passiert ist? Lustig in dem Sinn war das nicht, aber es war relativ kurios, dass ich Jack Unterweger, der quasi als Serienmörder in die Geschichte eingegangen ist, in der Haft in der Kalau in Graz besucht habe und mit ihm gesprochen habe und er sich mit einer Bitte an mich gewandt hat, ob ich quasi mit seiner damaligen Freundin reden, verhandeln kann, die ihn angezeigt hat wegen Körperverletzung. Und allein diese eine Anzeige hätte eigentlich ausgereicht, um seine bedingte Haftentlassung rückgängig zu machen. Also da wäre es egal gewesen, irgendwie was bei dem anstehenden Mordprozess rauskommt. Aber es war natürlich klar, dass ich das nicht machen konnte. Und ja. Es war letztendlich auch egal, weil er sich dann in der Zelle vor der Urteilsverkündung erhängt hat. Oh wow, oh, das klingt echt spannend. Ja, das war eine steile Zeit, ja. Mhm. Jetzt zurückblickend, was würdest du deinen jüngeren Ich raten, wenn du dem Tipps geben könntest? Gut Gehalt verhandeln. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Sich Zeit nehmen, sehr fokussiert sein. Sich irgendwie ein gutes Rüstzeug zulegen. Also ich finde, Ausbildung ist ganz wichtig. Also man kann immer lernen und auch die Profis können noch lernen. Und dass man sich frische Zugänge irgendwie überlegt und sucht, dass man sich selbst irgendwie immer wieder in Frage stellt und auch bereit ist, Tipps von anderen anzunehmen. Mhm. Das sind wirklich schöne Tipps, die nehme ich auch mit. Und warum sollte der angehende Journalist für euch schreiben wollen? Weil wir viel bieten können. Also wir haben irgendwie die verschiedenen Kanäle. Das ist eine Herausforderung, in diesen verschiedenen Geschwindigkeiten zu arbeiten. Also man kann von Schreiben, Video, Internet sehr viel umsetzen. Wir haben eine große Reichweite. Wir sind im Print irgendwie die drittstärkste Kaufzeitung. Wir sind online extrem gut aufgestellt. Also wir können vor allem jungen Kolleginnen und Kollegen einfach viele Möglichkeiten bieten. Wir arbeiten sehr seriös. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Ja. Und hättest du noch einen Tipp für einen angehenden Journalisten? Das ist die Verknüpfung von Ausbildung und Praxis. Also ich glaube, dass beides extrem wichtig ist, dass man das theoretische Rüstzeug hat, aber dass man auch in der Praxis lernt, wie man das umsetzt. Das bieten ohne dies viele Ausbildungsstätten an. Und ich würde mir als junger Kollege jemanden suchen, einen Buddy sozusagen in der Zeitung oder in dem Medienhaus, wo ich arbeite, an den ich mich irgendwie immer vertrauensvoll wenden kann und der mich ein bisschen an der Hand nimmt und irgendwie da durchführt und mir gute Tipps gibt und dem ich auch meine Geschichten zeigen kann und wo ich ein ehrliches Feedback bekomme. Ja, okay, super, das klingt gut. Dann sage ich danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und für uns geht es jetzt direkt weiter ins nächste Medienhaus.